So, da wäre er wieder. Wollen wir doch mal gucken. Also, die Granitblöcke sind in Arbeit. Die Wildschweine, Meerschweine, Schweineschweine werden fleißig geschlachtet. Das Hospital. Drücken mal Shift H und gucken, was jetzt alles da ist. Wir haben 776.000 Einheiten Stoff, obwohl wir eigentlich nur 50.000 haben wollten. Und wir haben 329.000 Fäden Garn, obwohl wir eigentlich nur 75.000 haben wollten. Wir haben nur ein Splint, das ist eine Schiene, und wir haben nur drei Crutches. Wir haben kein Powder für einen Gips, wir haben fünf Buckets und wir haben keine Seife. Okay, das ist doch mal eine Ansage. Wir brauchen auf jeden Fall das Pulver, damit wir Gipse machen können. Und wir brauchen auf jeden Fall noch vier Splints und zwei Crutches. Also, Splint, nicht aus Metall, was haben wir? Wooden Splint, das waren vier. Und Wooden Crutch, das waren zwei. Ich glaube schon. So, und wo kriegen wir jetzt das Pulver her für den Gips? Gucke ich mal ganz kurz erstmal bei Mason. Der hat ja sonst nichts zu tun. Aber glaube ich eher nicht. Wahrscheinlich eher Kiln oder Millstone oder sowas in der Richtung. Crafts Dwarfs Workshop. Auch nicht. Das müsste der Kiln sein, richtig? Ja, hier können wir aber nur Lehm herstellen. Und Plaster Powder, das ist genau das Richtige. Nur anscheinend haben wir dafür den Stein nicht. Der war aber in dem Höhlensystem, oder? Guck mich mal kurz hier ein bisschen um. Und ja, ich glaube, das da war das. Ja. Na gut, unsere Miliz ist eh gerade aktiv. Das heißt, sie dürften nicht meckern, wenn wir sie jetzt runterschicken. Also sage ich einfach mal, move dahin. Wir wollen das hier eh mal alles hier erkunden. Und geben einen Befehl, um da drei Stück von diesem Gestein abzubauen. Oh, das ist gar kein Plaster, das ist Marble. Marble ist ein Flagstone, um Stahl herzustellen, aber ist auch okay. Also brauchen wir immer noch irgendwoher das Gestein, woraus man Pulver herstellen kann. Njam, njam, njam. Oh, und wir sollten die... Ups. Wir sollten die Tür da erstmal wieder öffnen. Sonst kommen die Zwerge da ja gar nicht hin. Und schon blinkt da alles fleißig. Ich hoffe einfach mal, dass die Miliz eintrifft, bevor die Minenarbeiter eintreffen. Und das schaut auch gut aus. Jedenfalls einer von unserem 6er, 7er Trupp. Und er dürfte auch gleich die Karte da weiter aufdecken. Ja, sehr schön. Was haben wir denn da alles Tolles? Wir haben Malachit. Malachit, Malachit, Malachit. Ich glaube, es war Kupfer. Mehr Marbel, ein paar recht billige Edelsteine, ein paar etwas bessere Edelsteine. Das erkennt man halt an den Punkten unter diesem Edelsteinsymbol. Aber kein Eisen. Na gut, Kupfer ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und die Flachssteine sowieso, damit wir Stahl herstellen können. So, die restliche Miliz trudelt auch langsam ein und da sind schon die Bauarbeiter, um den Flagstone abzubauen. Oh, 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 was ist denn jetzt passiert? Oh, oh, das sieht aus wie Mut Nummer 7 oder 8. Liberty denied, withdraws from society. Er war gerade mitten dabei, eine Party zu schmeißen. Okay. Hoffentlich hat er alles dabei, denn er ist unser oberster Braumeister. Wo läuft er hin? Er hat einen Leder-Workshop geclaimed. Holt sich Leder. Holt sich nochmal Leder. Holt sich was anderes, das da wäre. Haben wir nicht gesehen. Dann verfolge ich die noch einfach mal. So. Bist du fertig? Und ein Kriegshund ist ertrunken? Was zur Hölle? Nee, er ist nicht ertrunken. Der wurde erwürgt wahrscheinlich. Was zur Hölle ist hier los? Was machst du hier? Nicht du Hund. Ich hätte gern den Zwerg, der da drunter ist. V.
Genau, Mr. Irgendwas, was hast du hier angestellt? Geh, was machst du? Du machst sauber. Zustand? Nee. Wunden? Hier ist sonst keiner verletzt. Doch, rechtes Auge. Rechte Vorderpfote. Ah, sehr komisch. Na gut. Was ist mit Liberty Knight? Er zeichnet Bilder von Stoff. Von Edelstein? Von Stoff? Geschliffenen Edelstein? Leder? Einem Wald? Noch mehr Stoff. Okay, wir sehen ein Muster. Er will Stoff. Aber Stoff müsste er eigentlich haben. Oder wurde jetzt alles oben dem Hospital gespendet quasi? Das wäre natürlich ärgerlich. Holz haben wir auch jede Menge. Holt er sich aber wahrscheinlich erst, wenn er das andere bekommen hat. Die haben da so eine Reihenfolge, wie sie die Sachen abbauen. Das heißt, wir versuchen hier mal einzustellen, dass sie weniger... Wir können nur auf 0 setzen. Nee. Kann ich das Ganze mal deaktivieren? Ja, ich drücke einfach mal A, dann ist es nicht mehr aktiv. Kann er dann von da was holen? Irgendwas wird gerade im Hospital abgeliefert. Aber ich denke mal, Liberty ist immer noch unten in seinem Shop, ja. Was kann es noch sein? Wir haben einmal Rough Gems, also rohe Edelsteine, und einmal geschliffene Edelsteine. Da müssten wir aber eigentlich von beiden was haben. Cut Gems, also Rough Gems haben wir 94 und Cut Gems haben wir 102. Das wird es also auch nicht sein. Vielleicht ist es ja Glas. Haben wir Glas? Wir haben rohes Glas, aber noch kein geschliffenes Glas. Das könnte es sein. Wir würden gerne grünes Glas einmal schleifen und durchsichtiges Glas einmal schleifen. Was haben wir noch? Also Holz hat er auf jeden Fall. Stoff versuchen wir gerade oben mit dem Hospital zu klären. Ah, wir können testen, ob wir an den Stoff im Hospital rankommen, indem wir einfach unseren Stoffverarbeiter was aus Stoff herstellen lassen. Wir hätten gerne Crosscrafts. Und wenn er das jetzt einfach so macht, ohne zu meckern, dann müsste auch Liberty the Knight oben rankommen können. Gucken wir mal. Bisher keine Fehlermeldung. Und er macht problemlos etwas aus Stoff. Sogar ein Meisterstück. Also Stoff ist es nicht. Leder ist es auch nicht. Die Edelsteine können es eventuell sein. Was hat er noch? Also Stoff, ja. Geschliffene Edelsteine, ja. Leder, ja. Holz haben wir auf jeden Fall. Wieder Stoff. Nicht geschliffene Edelsteine. Und wieder Stoff. Es kann sein, dass er verschiedene Stoffarten meint. Also einmal zum Beispiel Hanf und einmal Seide. Das sind ja so die Hauptunterschiede. Also einmal die Seidenstoffarten und einmal die richtigen Fädenstoffarten. Also wie man das richtig nennt, habe ich keine Ahnung. Aber ich würde schon wissen, was ich meine. Haben wir vielleicht irgendwas verboten? Das könnte ja sein. Das mache ich ja ganz gerne. Daran lag es ja auch letztes Mal. Kloss. Ja, ich habe die einzige Seite, die wir noch hatten, habe ich verboten. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Die muss ich auch unbedingt danach gleich wieder verbieten. Sonst wird die für irgendwas verbraucht. Das gleiche machen wir hier oben noch bei den Fäden auch. So. Und, flitzt er los? Nee, tut er nicht. Schade. Jetzt kommen wir runter. Ist alles erhältlich. Loks, wir haben auch jede Menge Holz. Wir
können einmal kurz das Fungiholz erlauben, aber das wird es auch nicht gewesen sein. Oh, er läuft los. Sehr schön. Ah, wahrscheinlich musste der Stoff erst wieder zurückgebracht werden ins Stofflager. Aber jetzt macht er auch nicht weiter. Da dachte ich schon, wir hätten es endlich gelöst. Ah, er macht jetzt erst das Glas. Das ist doch okay. Vielleicht war es ja das. Und sobald das Glas fertig ist und in dem Lager, wo es hin soll, läuft er los. Verfolgung an. Oh. Hat jetzt nochmal irgendwas von oben geholt? Warum läuft es immer? Ah. Wahrscheinlich wurde ihm der Stoff immer vor der Nase weggeschnappt. Und er holt einen Edelstein, also war es wirklich das Glas. Das ist auch ganz schön gemein. Also wenn die sagen, einen rohen Edelstein, dann gehe ich auch von einem Edelstein aus und nicht von Glas. Aber gut. Jetzt scheint er wirklich alles zu haben. Holt sich nochmal Stoff, nochmal Stoff. Das waren jetzt die verschiedenen Stoffarten, die er haben wollte. Einen richtigen Edelstein. Und fängt an zu arbeiten. Sehr schön. Das wäre auch schade gewesen, wenn er gestorben wäre. So, was hatten wir noch so alles angefangen? Wir hatten noch unseren Pilzwald. Ah, und da oben sieht man schon richtiges Gestein. Also da werden keine Bäume wachsen. Aber hier haben wir wenigstens ein bisschen freie Fläche. Ich sehe zwar nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mögliche Bäume. Aber so viel Holz werden wir später eh nicht brauchen. Das ist ja nur, dass wir zwischendurch mal ein bisschen was verfeuern können. So, hier oben ist der eine Braumeister auch noch fleißig am Brauen. Der andere ist ja gerade dabei, das Artefakt herzustellen. Können wir auch noch kurz abwarten. Das müsste ja gleich fertig sein. Ah, die Kämpfer haben inzwischen ihre Waterskins bekommen. Aber sie wurden eingewebt. Oh, ich habe vergessen, sie aus den Höhlensystemen wieder rauszuholen. Ja. Also einer von unserer Miliz ist auf dem Weg nach Hause, um das Wasser aufzufüllen, in einem Spinnennetz hängen geblieben. Drücken wir mal O, um den Auftrag aufzuheben, damit sie auch nach Hause gehen können. Was machst du? Du bist unglücklich. Warum bist du unglücklich? Sie hat ein sehr schönes Floodgate betrachtet. Ja. Lauter Zeug, das wir schon kennen. Oh, sie hat gegrummelt über eine lange Patrouille. Das hätte ich vermeiden können. Und Sonnenlicht. Ja, okay. Das ist soweit in Ordnung. Und das blaue Gestein hier könnte Mikrolein sein. Ah, ja. Das ist ein richtig hellblaues Gestein. Das mag ich absolut nicht, weil ich daraus meine ganze Festung bauen musste, weil es nur dieses Gestein bei mir auf der Karte gab. Oder fast nur. Ah, was haben wir da? Ein Kuck. ja. Also, unser Braumeister Liberty the Knight hat einen Stringtanger aus Kuga-Leder hergestellt. Und ich glaube, dass ein Song ein Stringtanger war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das gucken wir uns doch mal genauer an. Iva-Artefakte? Nee, Elva-Artefakte. So, Ullengaba Lost Lyrics, ein Kugaleder Stringtanga. 57.000 wert. Und hat es Stacheln oder nicht? Eigentlich müsste ich jetzt einen Cliffhanger machen, aber nee. Also, dies ist ein Kugaleder Stringtanga. Alle Zwergen, Handwerk ist von höchster Qualität. Es ist dekoriert mit Weidenholz und Riesenspinnenseide. Es ist umringt mit Bändern aus Kugaleder. Riesenspinnenseide, ovalen Opal-Cabochons und Stoff. Also Rope-Reed-Fiber ist halt eine bestimmte Art von Stoff. Okay, jetzt kommt's. Dieses Objekt besticht durch seine Stacheln aus Riesenspinnenseide und Opalen, also wieder Stacheln aus Seide und Stacheln aus Edelstein. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von einem spitzgeschliffenen Edelstein in Leder. Auf dem Gegenstand ist ebenfalls ein Bild von einem Garn aus Riesenspinnenseide. Und auf dem Gegenstand ist ein Bild von Lost Lyrics. Dem Kugaleder Stringtanga aus Glas. Also auf diesem klitzekleinen Stringtanga sind drei Bilder, unter anderem ein Bild von sich selbst.
Das ist echt ein abgefahrenes Teil und das wird Gerogon auf keinen Fall anziehen. Bisher hat er ja alle anderen Artefakte sich unter Nagel gerissen, aber das wird er, glaube ich, auslassen. Aber gut. Lustiges Artefakt. Machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis gleich.